Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir die Map Die Piraten kommen von Hits Like Me. Und ich sehe schon Schleimsprünge, ernsthaft. Ich hasse sie. Ich hasse. Das funktioniert so nicht. Gibt es da einen Trick? Ah, ich muss hier unten hinspringen. Alles klar. Gut, Gott sei Dank zählt das aktuell noch nicht als jetzt zählt als fehl. Oh, das war schlecht. Das war wieder mal. Ich krieg ja gerade kein Speed drauf, okay. Das wird hier uns noch zum Verhängnis, dass ich diese schönen Sprünge nicht kann. Nein! Oh nein! Egal was. Manchmal geht's nie. Ja, das war viel zu weit. Okay. Oh, so ein Block vorbei. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber das werden wir auch noch. Das war blöd. Das war extremst blöd. Und das wird wieder nicht klappen, weil ich einen Sprung vorher brauche. Wo ich schon Speed mitnehme. Wenn auch nicht so viel. Ey, sag mal, warum kriege ich das nie hin? Ich muss mir mal Jump'n'Runs raussuchen, die ich auch kann. Obwohl, da finde ich gar keins. So, komm. Hallo, warum... Oh, ich bin schon wieder so blöd. Aber wieder zu weit. Also, ich treffe das Ding ja eh nie, das weiß ich ja schon. Oh doch, könnte klappen. Oh nein. Okay. Mittlerweile kriege ich es ja hin. Oh, geschafft. Juhu. So, erstmal Checkpoint. Es ist scheinbar nur Schleim. Warte mal, den Sprung schaffe ich hoffentlich. Ah, ja, denn. Nee, das ist nie euer Ernst. Alles klar. Das war blöd, ich hätte einfach wieder zurückgehen können. Na egal. Also die durchschnittliche Zeit haben wir schon deutlich wieder überwunden. Ey, das soll das heißen. Muss mir mal einer sagen. Okay, denn. Sprung mag ich nicht. Wie sollte ich da hochkommen, oder? Ja. Wie kann man jedenfalls. Oh ne, das sind Schleimsprünge. Ich bin so blöd. Aber wirklich. Hä? Warum bin ich gerade gestorben? Keine Ahnung. Aber das ist mir auch egal. Jedenfalls, was ich noch erwähnen wollte, ich drehe die Folge jetzt das dritte Mal. Und zwar beim ersten Mal dachte sich Outer City, ach komm, wir müssen... Das war seltsam. Wir müssen doch ab 2 Minuten nichts mehr aufnehmen. Warum denn? Okay, also man kann hier echt sterben. Das ist gut zu wissen. Ja, aber das stört uns ja hoffentlich. Oh ja, das geht schief. Upsala. Stört uns ja hoffentlich nicht. Naja, es ist bloß verschwendete Zeit, aber egal. Da gibt's einen Trick, aber ich kenne den nie. Der ging so. Man betrügt einfach.
sehr viel Mühe gegeben. Ich schätze mal die Leiter hoch. Also die Duschenzeit war bei 2 Minuten 50. So, jetzt muss ich mal gucken. Geht ohne Leiter. Ich hoffe, ich bin richtig. Geht auch schon wieder eine Leiter. Ich gehe einfach mal ganz hoch. Vielleicht habe ich ja richtig gewettet. Ja, habe ich. Nee, oder? Ich bin beinahe am Checkpoint vorbei. Das ist sehr schlecht. Empfehle ich niemanden. Ja. Das wäre eben ein sicherer Tod gewesen. Ey. Den Sprung beim ersten Mal. Na, also das war ganz klasse wieder. Man kann gut betrügen, das ist jedenfalls schön. Gefällt mir in der Map sehr gut, wenn ich nie ganz so blöd wäre, sie zu spielen. Nee, das ist kein Leitersprung, bitte. Oh nee, was ist es denn dann? Oh ja, wir haben die Leiter erwischt. Oh, danke, Spinne. Ich muss jetzt hier rein, oder? Ja. Versuche einmal durchzuhüpfen. Oh mein. Ich sehe das gerade, dass das hier Lava ist. Oh nee, das ist nicht euer Ernst. Okay, ich bin verrückt. Oh shit. Oh Kacke. Du musst hier ganz schnell abspringen. Das kriege ich nicht hin. Nein, 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 nein. Ah, shit. Kann man den Speed nicht umgehen? Das ist unfair. Das ist aber auch fies. Ah, jetzt hat er kurz aufgehört, hä? Ich hasse sowas. Ich hasse es, abgrundtief. Das war rückwärts. Das war zu weit. Das war wieder. Du musst hier im richtigen Moment springen. Nein, nein, nein. Oh, Scheibenkleister. Boah, da hinten ist das Ziel, das ist so unfair. Ah, warte, ich glaube, ich habe den Trick langsam raus. Na fast. Ich muss erstmal mehr Speed holen, okay, und dann. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nein. Das ist nicht euer Ernst, oder? Dass dort der Speed genau aufhört. Okay. Na, wieder nicht. Okay, der ist auf alle Fälle möglich. Wie haben die jetzt 2 Minuten geschafft? Das ist mir ein Rätsel. Oh mein Gott, das ist so hart. Weil du hier im Sekundenbereich springen musst. Ey, ja, das Feuer hat mich natürlich. Oh, jetzt hatte ich Glück. Jetzt muss ich halt richtig abspringen. Geschafft. Also Kreativität, ja. Sprünge waren gut, muss man sagen. Eine Optik kann man. Ach komm, geben uns sehr gut, wir sind da nett. Gut, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Jump'n'Run wieder. Bis dahin, viel Spaß!